Hallo und herzlich willkommen bei GIF Gaming. Ich komme gerade von einer LAN-Party nach Hause, damit ihr wisst, warum ich so fertig aussehe und überhaupt mich nicht mal mehr rasieren konnte. Und zwar, wir spielen heute Let's Play Together Diablo 3 und wie sich das für den Together natürlich gehört, bin ich nicht alleine, sondern hier meine besten Kumpels aus quasi aus dem Kindergarten noch, kann man sagen, sind heute mit dabei. Eine richtig geile Gruppe. Ich finde es total cool, dass ihr dabei seid. Servus. Hamo. Ja, servus. Ja, dann stellt euch mal vor. Ja, also ich bin Tommy. Ich zocke heute einen Demon Hunter. Mein Main ist eigentlich Mönch. Ja, ich habe gedacht, Demon Hunter bis jetzt noch nie gespielt. Fürs Let's Play genau das Richtige. Ist hier unter dem Namen Snoo Snoo vermerkt. Wer Futurama kennt, wird wissen, was das bedeutet. Ich bin der kleine Muck. Real Name ist Uli. Ich spiele jetzt den Hexendoktor mit dem Namen Dr. Matt Brown. Und ja, mein Main-Charakter ist auch ein Mönch. Und habe gedacht, ich habe jetzt keinen Hexendoktor mal gespielt. Habe mal gesehen, wie gespielt worden ist und finde es eigentlich ganz cool. Und ich probiere es einfach mal aus. Ja, also ich bin der Daniel. Ich spiele hier als Drüsendieb und den Barbaren. Und ja, weil draufhauen Spaß macht, ganz einfach. Und im Spiel wird mein Charakter Heimdall heißen. Und zwar gibt es den in der Wikinger-Sage auch. Und da habe ich mir gedacht, das könnte irgendwie passen. Genau. So geil. Ich starte, oder? Super. Und ich spiele den Magier Leonas natürlich, Zauberer. Und los geht's. Ja. Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll, um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Jetzt könnt ihr den tollen Ladebildschirm bestaunen. Nach Toten. Der gefallene Stern muss in der Nähe sein. Alles klar, könnt ihr laufen? Ja, es geht. Okay, wir sind froh, dass das Battle.net heute mal nicht überlastet ist und man relativ flüssig spielen kann, so wie es aussieht. Hast du einfach mal das Video geskippt, Dani? Es kam gar nicht, ich weiß gar nicht warum, aber wir können das reinschneiden. Geil. So. Okay, wir spielen ja heute zu viert, das heißt, die Monster sind auch viermal so stark, als wenn man alleine spielt. Geben aber auch viermal so viel XP, was ganz nett ist. Also für jeden dann halt gleich. Genau. Und es gibt natürlich mehr Zeug, wo man sich durchklatschen kann. Ich bin hierher gereist, um den gefallenen Stern zu finden und das Böse, das von ihm ausgeht, aus diesem Land zu tilgen. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurück. Es gibt ja nur einen Überlebenden, aber irgendwie stehen hier alle rum. Es immer mehr. Ja. Nee, von der Kathedrale. Achso, ja. Alter, zu viert geht es viel mehr ab. So ein Gemetzel. Arm. Drachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Hier, New Tristram. Ist quasi wie New York.
Genau, nur dass ihr es wisst. Momentan sind ja nur der kleine Muck und ich hier mit Webcam am Start. Die anderen sind noch ein bisschen steinzeitlich ohne Webcam unterwegs, aber das werden wir natürlich noch versuchen zu ändern dann in den nächsten Parts. Sollen wir gleich mal in die Taverne reingehen? Boga, dein Drüsendieb, dein Wappen ist auch ziemlich cool. Ja, klar, rein da. Ich nehme mal, ja, gleich, ich nehm mal gleich das Tagebuch. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Oh Mann, ist auch eine super Idee. Hey, Tristram ist abgebrannt, da waren überall Zombies. Ach, wie wär's, wenn wir Neu-Tristram gründen? Gleich daneben. Zwei Straßen weiter halt. Haben die Jungs ein Karo noch? Rampfort sagte, ihr habt den fallenden Stern der überlebt. Sieht so aus. Das habe ich. Ein paar liegen auch schon da. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Boah! Also auch wenn man das ja noch nie gespielt hat, die Stelle, dass die sich verwandeln, das ist sowas von klar. Sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Haupt. Bin da das erste Mal gestorben. Ja. Wo ich die Beta gespielt habe. Hat's da herrlich gelaggt an der Stelle. Bin ich einfach gleich mal beim ersten Fight verreckt. Echt nicht ernsthaft, oder? Ich bin ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist. Oh Mann, jetzt hat Doris hin das Gelaber mit der geskippt. Wie läuft es denn mit der Kohle? Jetzt noch die einfangen? Ja, ja. Ja. Also, dein Gold droppt auch nur für dich. Das ist anders als bei den Diablo. Okay. Alles klar. Bei den anderen Diablo teilen. Wobei beim Zweier wurde es ja dann geteilt, den Stack, den du aufgesammelt hast. Aber jetzt siehst du auch nur noch die Items, die für dich fallen. Und siehst also das, was für die anderen droppt, siehst du gar nicht. Ach so, okay, dann gibt es gar keinen Stress mehr. Genau. Ah, das ist so cool. Also was sich jetzt seit der Beta verändert hat, man kann jetzt hier selber quasi wählen, wo man die Fähigkeiten hinlegt. Das ist dann nicht mehr so eingeschränkt. Also ich kann jetzt hier auch die linken Maustastenfähigkeiten hier rüberziehen auf rechte Maus. Das ist echt geil gemacht. Mal ein bisschen mehr Auswahl oder Möglichkeiten, wie es halt früher war. Dass man die jetzt halt doch hier frei belegen kann. Okay, ich nehme mal hier das Tagebuch noch. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber... Alright. Wenn ich bald Hilfe... Dann mal los, Commander. So. Also ich würde euch auch empfehlen, die erweiterten Tooltips anzuschalten. Und dann seht ihr immer ganz genau bei den Fähigkeiten, wie sich der Schaden errechnet, weil ich finde es immer ganz hilfreich zu wissen, was genau macht meine Fähigkeit und ist sie besser oder schlechter als die andere. Auf jeden Fall. Da ist es immer ganz gut, die erweiterten Tooltips zu sehen. Schade ist auch, dass wir rechts keinen so einen Damage-Meter haben, so, wo man sieht, wer wie viel Schaden macht oder so. Oder geschädigt. Wo man dann sehen kann, wie viel Schaden der Drüsendieb einsteckt zum Beispiel. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalsin, aber die Statistiken sind schon relativ abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Macht euch keine Sorgen. Ich werde ihren Tod rächen. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind die Menschen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Immer die Namen ausdenken, gell? Scheußliche Mütter. Vorstellen, wie die alle so... Version geholt gestern. Ja, wie die alle echt so an einem Tisch hocken, so. Wie nennen wir die? Ah, wie wär's mit scheußliche Mütter? Das klingt doch cool, auf jeden Fall. Aber das ist sich auch treu geblieben, weil die Namen auch immer voll beschissen waren bei Diablo 3. Du willst halt nicht beim Gymraum teilen, wenn der aussieht. Ja, die sind...
beim Diablo 2 wurden die ja immer durch Bausteine zufällig zusammengesetzt und dadurch kam dann so voll die Kombination raus, zum Beispiel Rotz der Schleimer der Dunkelheit oder so. Holzkopf Starkheit. Achso, ich habe ja hier auch Froststrahl. Also ich finde jetzt Froststrahl, das sieht so hammergeil aus. Macht voll Bock damit durchzubratzeln. Aber er bringt halt nicht so viel. Er macht kaum Damage, sondern eher Schaden. Er macht kaum Damage, sondern verlangsamt halt einfach nur. Ja. Halt aber es sieht echt geil aus hier mit dem so. So voll future-mäßig. Na. So Laserstrahlen. Genau, und wie hier der Snooze nur schon gesagt hat, ne? Call me Snooze, no baby. Ja. Die Boga, Drüsen, die Dings, die das Gold, was bei dir liegen bleibt, oder die Items, die liegen bleiben, die siehst nur du. Also das. Ja. Ich auch richtig krass finde, ey, bei Diablo 2 hast du normale Items ja manchmal mitnehmen können und verkaufen können. Und du hast damit schon Gold gemacht. Also du hast jetzt nicht alles mitgenommen, aber du hast halt manche Gegenstände schon mitgenommen, weil du wusstest, die sind wertvoll. Wenn du jetzt weiße Gegenstände mitnimmst, die geben halt fast kein Gold mehr. Also blaue geben Gold, aber die willst du eher entzaubern normalerweise. Aber weiße Gegenstände geben halt so 2 oder 3 Gold. Und da ist halt jeder Stack, den du hier aussammelst, quasi ist mehr Gold drin. Das bedeutet, im Endeffekt ist es jetzt wichtiger, als in Diablo 2 darauf zu achten, dass man wirklich das Gold einsammelt. Mhm, ja. In Diablo 2 hast du ja manchmal einfach drauf geschissen. Hast gedacht, ja gut, so ein bisschen Gold lasse ich liegen. Ja, vor allem, wenn man mit der Maus drüber geht, dann sieht man ja gleich dran, Verkaufspreis 2 Gold oder was, dann weiß man gleich, den Dreck muss man nicht mitnehmen. Ja, korrekt. Ach, das ist bei den meisten weißen Items, so ist das so. Ja, warte mal, ich nehme mal kurz das Tagebuch. Damit die das hören. Überall herrscht Chaos. Und in der Stadt heißt es, Lachdanan habe den König getötet. Wenn es denn nur stimmt, dann könnten unsere Tage und Nächte der ständigen Angst vorüber sein. Genau. Und wenn du Shift drückst, Drüsendieb, gell, dann kannst du auch quasi Shift gedrückt hältst und dann angreifst, dann kannst du aus dem Stand heraus angreifen. Also auch ohne auf den Gegner zu blicken. Damit kannst du dann... Fernkern von Super. Ja, damit kannst du dann zum Beispiel auch Tische oder Stühle zertrümmern oder so zum Beispiel, die du normalerweise gar nicht anklicken könntest. Hey, das stimmt, das ist echt schön. Ja, Hammer. Du da alles kurz und klein schlagen kannst. Ich glaube, wir sollten auf den Daniel ein bisschen warten. Mhm. Ich hab da gerade noch eine Stoffvorräte gefunden. Ja, Hammer. So eine Stoffhose, so ein Leggings. Komm, wir gehen in den Keller. Den feuchten Keller. Waffenwechsel gibt es hier eigentlich? Ja, wenn du I drückst, kommst du ins Inventar. Ja. Ich hab leichte Legs irgendwie. Und diese Heilkugeln da, die sieht jeder. Also die haben wir quasi gemeinsam droppen, die für uns. Mhm. Okay. Und jetzt hat jeder eine neue Fähigkeit gekriegt, oder? Nee, noch nicht, gleich ist. Ah, okay. Ich habe jetzt einen Entangling-Shot. Ah, wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Jetzt habe ich hier Schockimpuls bekommen. Ich brauche mehr Zeit. Aber ich kann jetzt hier trotzdem nicht zum Beispiel magisches Geschoss und Schockimpuls zum Beispiel nehmen, ne? Das geht nicht.
Also ich kann die zwar die Tasten verschieben, aber ich kann nicht gleichzeitig Schockimpuls und magisches Geschoss nehmen. Also geht das nicht? Also auch nicht durch dieses, durch die Einstellung? Nee, es geht nicht. Ich kann entweder oder immer nur nehmen. Hm. Oder? Okay. Nee, hä? Ich glaube, jetzt geht's doch. Warte mal. Ja. Also was ich gut fände, man kann ja nicht zwischen den Skills schnell switchen, wie bei Diablo 2 das möglich war. Ah, es geht doch jetzt. Mit den F-Tasten. Aber was ich gut fände, das hat der Flo auch gestern gemeint, wenn man irgendwie sowas haben könnte wie Skillsets, die man abspeichern könnte, also sozusagen alle Tastenbelegungen für einen Endboss-Fight eingestellt und dann halt zum normalen AOE-Damage machen oder sowas, dass man einfach zwei verschiedene Einstellungen hat, wo ich dann kurz alle Skills umstellen und man die irgendwie abspeichern könnte. Das wäre schon ja, sehr hilfreich. Das wird echt Sinn machen. Wo gehen wir lang? Ihr müsst schon ein bisschen warten, weil gesagt, wenn einer von uns irgendwie was aufhebt oder sich guckt oder anguckt, welche Sachen wir machen wollen, dann kriegen wir nicht die AP, wenn ihr irgendwelche Leute tötet. Und dann levelt ihr schneller auf. Okay. Weißt du, wie groß der Distanz ist, wo man dann keine Erfahrungspunkte mehr kriegt? Ich glaube, wenn ich dir aus dem Bildschirm draußen bist, nee. Bist du auf jeden Fall schon. Nee, aus dem Bildschirm, das dürfte nicht so sein. Ich glaube, da muss man schon ein ganzes Stück weg sein, glaube ich. Aber ja, aber warum ist der dann, wann war oder der. Warum ist denn Tommy ein bisschen früher? Es kann den sein, dass der vielleicht ein bisschen früher im Keller war oder so. Hm? Und dann halt ein. Noch ein. Eins, okay. Hat gerade ein bisschen gefuckt. Ja, es leckt ein bisschen. Ah, ja, es ist. Ich glaube, über die Gegenstände nur drüber latschen, gar nicht mehr direkt anklicken, kann sein. Bei Gold ja, bei allem anderen nein. Ah ja, okay. Aber das ist echt cool, dass sie das jetzt von der Beta her echt geändert haben, dass ich jetzt doch meine Fähigkeiten so kombinieren kann, wie ich es will. Weil früher hatte ich ja linke Maustaste halt, ne? Magisches Geschoss, Schockimpuls und so und musste mich dann da entscheiden, was ich nehme. Und jetzt kann ich auch magisches Geschoss und Schockimpuls zum Beispiel zusammen verwenden. Und das ist echt richtig cool. Und wenn man ins Inventar geht, dann sieht man automatisch, welche Items man quasi noch nicht angeguckt hat oder welche Items neu sind. Nämlich die neuen Items sind dann so weiß umkringelt und dann sieht man gleich auf einen Blick, was man halt noch nicht angeguckt hat. Das ist auch echt geschickt gemacht. Ja, stimmt. Okay. Soll man immer wieder so eine Pause einlegen und da durchzuklotzen, was man hat und weißt du, so ein bisschen. Ja, du kannst gerne ein bisschen dein Zeug sortieren. Ja, aber im Moment ist, glaube ich, noch nicht so viele Sachen. Ich habe ja einen Dolch, wenn denn jemand will, den hier. Ich habe hier ein ziemlich geiles Schwert für dich, Drüsendieb. Also ich würde das Schwert vielleicht nehmen, diesen Dolch. Also hier ist das Schwert. Griswold's One Edge. Oh ja, das ist sogar besser als das, wo ich habe. Cool. Danke. Kein Ding. Wenn ihr irgendwelche Bögen oder Armbrüste oder so findet. Ja, ich habe hier einen mit 8-4. Schau mal, ob der dir was bringt. Ja. Definitiv, vielen Dank. Also. Sollen wir hier in den Keller noch gehen? Ah ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Hallo, der Keller. Der Keller. Ein düsterer Keller. Ja.